Hallöchen, Stefanie, Happy One. Guten Tag. Oh, ich muss was sagen. Eigentlich wollte ich ja beim NLP Sommercamp, was wir ja letzte Woche hatten, was übrigens so geil war, wollte ich ja die Kamera mitlaufen lassen und daraus irgendwie so die Sequenzen. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil, ganz einfach, das hat mich irgendwie so ein bisschen genervt. Weißt du, wenn da die Kamera läuft und dann die Teilnehmer nervt es auch. Und in erster Linie geht es bei so einem Sommercamp oder bei überhaupt bei einer NLP-Ausbildung, geht es um Teilnehmer und nicht um Videos. Von daher haben wir nicht gemacht. Aber ich ziehe mir was ein, nämlich ich kann das ja einfach nochmal erzählen. Also ich erzähle das sowieso ständig, also kann ich es ja auch dir erzählen. Und das möchte ich machen, so jetzt und vielleicht auch in der näheren Zukunft mal so über so ein paar NLP-Techniken. Mal so ein bisschen was Konkretes, wo man mal was mit anfangen kann, wo man mal mit arbeiten kann. Und heute habe ich mir überlegt, erzähle ich euch mal was vom Angstgegner. Vom Angstgegner. Es kann ja sein, dass du auch so einen Angstgegner hast. So was gibt es zum Beispiel im Sport. Ich habe früher Volleyball gespielt, so einigermaßen okay. Und wir hatten so eine Mannschaft, also da ist nur der Name gefallen und man hat den Spielplan geschaut und man hat gesehen, okay, es geht gegen die. Und schon bist du irgendwie gehemmt und rufst sich deine komplette Leistungsfähigkeit ab, obwohl diese Mannschaft eigentlich gar nicht besser ist. Also rational sind die genauso gut oder genauso schlecht wie wir, aber man ist total limitiert. Und vielleicht gibt es sowas nicht nur im Sport, sondern vielleicht kennst du sowas auch aus dem Business. Ja, du hast so einen, bist meinetwegen Vertriebler, es gibt so einen Kunden. Und immer wenn du den besuchen darfst, dann hast du im Vorfeld schon so ein und du merkst im Gespräch, der ist dir irgendwie gefühlt ständig überlegen, obwohl das er auch nur ein Mensch ist. Und es gibt wahrscheinlich noch tausend andere Sachen. Und da gibt es eine geile Technik. Und die nennt sich halt, naja, sinnigerweise hat sich derjenige welche, der sich diese Technik mal ausgedacht hat, echt Gedanken gemacht, Angstgegner. Diese Arbeit, diese kleine Übung, die wir machen wollen, beschäftigt sich mit Submodalitäten. Muss ich ganz kurz ausholen. Submodalitäten, was ist denn das? Recht simpel. Wenn ich jetzt hier so rumgucke, hier so in diesen riesen Busch, der mich bald, glaube ich, auffrisst oder sonst irgendwo hin, dann sehe ich die Welt mit meinen Augen und ich höre sie mit meinen Ohren und ich spüre die Wärme und ich schmecke und rieche. Und immer dann, wenn ich mir diese Gedanken wieder hochhole, vor mein geistiges Auge lege, dann sehe ich ja auch, zwar nicht extern, aber ich sehe in mir drinnen, ich sehe ja Bilder, ich kann auch Geräusche hören in mir drinnen. Ja, du kannst dir sicherlich vorstellen, wie sich zum Beispiel die Stimme deiner Mama anhört. Oh, kann ich mir vorstellen. Du kannst dir auch vorstellen, wie zum Beispiel eine leckere Pizza Salami schmeckt. Oh ja, und vielleicht hast du jetzt sogar schon so ein bisschen Speichelfluss, kann ja sein. Die Submodalitäten, über die wir sprechen wollen, ist nichts anderes als, wenn ich zum Beispiel ein Bild von meinem geistigen Auge sehe, dann kann ich die Untereigenschaften, Submodalitäten, heißt übrigens nichts anderes als Untereigenschaften, verändern. Ja, ich habe ja so wie Photoshop in meinem Kopf. Ich kann so ein Bild, was ich vor mir sehe, kann ich heller machen, dunkler machen, größer machen, kleiner machen, mehr Farbe, mehr Kontrast und hin und her. Kann 1000 Schalter und so, hier so Mischpult-Dinger kann ich bewegen. Und das Abgefahrene ist, und das kannst du gleich mal ausprobieren, wenn ich ein Gefühl zu einer Sache habe, wenn ich zum Beispiel mir jemanden vorstelle, den ich mag, dann habe ich für diesen Menschen und zu dem, was ich gerade sehe, ja ein Gefühl, nennen wir es einfach mal Gefühl. Und dieses Gefühl, das verändert sich, das wird entweder stärker oder aber weniger stark, wenn ich an diesen Schiebereglern arbeite. Wenn ich zum Beispiel etwas von meinem geistigen Auge sehe, was ich schön finde, was mich mit Freude erfüllt. Und ich mache dieses Bild mal schwarz-weiß. Und dann kannst du gleich, wenn du das auch machst, beobachten, dass das Gefühl, dieses gute Gefühl, etwas weniger wird. In der Regel. Oder aber du machst es blasser. Ja, oder du machst es dunkler. So weit, so gut. Damit kann man so ein bisschen ausprobieren. Das heißt, versuch du das einfach mal und stell dir mal unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Personen vor und schieb mal so ein bisschen mit deinen Schiebereglern. Auch wenn es komisch klingt übrigens. Funktioniert das grandios und das kann jeder von uns. Und jetzt kommen wir zum Angstgegner. Wenn ich dich jetzt fragen würde, du, stell dir mal so eine Person vor, die, wenn du an sie denkst, dir automatisch so ein bisschen deine Ressourcen wegnimmt. Ja, das kann der Angstgegner im Sport sein, das kann der Kunde sein, ein Verhandlungspartner, das kann aber auch jemand sein, der ein Kollege ist und mit dir eigentlich nur zusammenarbeiten soll. Ja? Und jetzt sage ich zu dir, Mensch, beschreib mir mal dieses Bild, was du siehst. Und meistens ist es so, dass das, was ich jetzt vor meinem inneren Auge sehe, also diese Typen, dass das meistens etwas größer ist als in der Realität, dass es meistens etwas oberhalb meiner Sichtachse ist und ziemlich präsent, ziemlich farbig, ziemlich, also da ist er. Uff. Und jetzt machen wir mal was Abgefahrenes. Versuch mal, dieses Bild, dieses Angstgegners vor deinem geistigen Auge,
schwarz-weiß werden zu lassen. Fahre raus. Versuche es mal ein bisschen kleiner werden zu lassen. Und versuche mal dieses Bild nach unten zu schieben. Nach unten rechts oder nach unten links, das, was dir lieber ist. Und dann wirst du feststellen, und ich könnte mir vorstellen, du fällst ja gleich vor Staunen vom Stuhl, dass dieses schlechte Gefühl, was du bezüglich dieser Person hast, weniger schlecht wird. Krass, oder? Und diese Übung, das machst du jetzt 5-mal, 6-mal, 4-mal, so oft, bis du merkst, wenn ich an diese Person denke, fühlt sich gar nicht mehr so schlimm an. Der ist gar nicht mehr so übermächtig. Der kocht ja auch nur mit Wasser. Das heißt, du holst dir dieses Bild und machst es wieder kleiner. Wir sagen im NLP immer lustigerweise, wenn wir uns unterhalten auf Ausbildung, okay, wenn die was ärgert, weißt du was, mach's klein, mach's schwarz-weiß und mach's in der Ecke und dann tritt's weg. Überspitzt formuliert. Und das ist abgefahren. Hast du Bock, ein bisschen mehr mit Submodalitäten zu arbeiten? Dann gebe ich dir eine kleine Hausaufgabe. Versuch mal tatsächlich nicht nur Submodalitäten der visuellen Art zu verändern. Das können viele von uns ziemlich schnell und ziemlich einfach und ziemlich gut. Sondern versuch auch mal zum Beispiel Submodalitäten des Auditiven, des Hörens zu verändern. Du kannst dir zum Beispiel Geräusche vorstellen oder Stimmen vorstellen und kannst die auch verändern. Tiefer, langsamer, Mickey-Maus-Stimme und so weiter und so fort. Und dann beobachte mal ganz tief in dir drinne, da oben irgendwo in deiner Birne, was passiert mit den Gefühlen, die ich zu diesen Personen oder zu diesen Situationen habe. Und manchmal werden sie stärker, manchmal werden sie schwächer. Krasses Ding. Und dann erzähle ich dir beim nächsten Mal von einer Übung, die geht ein bisschen weiter. Die nennt sich die Swish-Technik. Kann man auch googeln übrigens. Und da geht es um nichts anderes als unerwünschte Verhaltensweisen wegzukriegen. Ziemlich schnell, ziemlich effizient und ohne großen Aufsehens zu machen. Das ist cool. Übrigens, jetzt noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache. NLP Sommercamp, das nächste startet im September. So 2, 3, 4 Plätzchen habe ich noch frei. Wenn du dabei sein willst und auch ein bisschen mehr über NLP erfahren magst und das Ganze nicht irgendwo im Seminarhotel Bumshausen West, sondern auf Mallorca, also der schönsten Insel der Welt, zumindest finde ich das. Naja, dann guck doch einfach mal auf www.nlpsommercamp.de. Neue Homepage, gestern gebastelt, live on air. Und dann kannst du dir mal so ein paar Bilder angucken, so ein paar Impressionen einfangen. Und vielleicht meldest du dich an. Vielleicht sehen wir uns schon im September beim dann dritten NLP Sommercamp. Jetzt viel Spaß mit den Submodalitäten, den Armgegner, den machen wir weg. Und beim nächsten Tennismatch kriegt der so eine Naht. Und danach schreibst du mal unten in die Kommentare, was der für eine Naht gekriegt hat. In diesem Sinne, dir einen schönen Samstag. Bis bald, dein Stefan. Ciao.